In diesem Video möchte ich zeigen, wie man mit Zoom eine Prüfungsaufsicht durchführt. Ich sage damit nicht, dass das sinnvoll ist, denn offensichtlich sind über Zoom nicht alle Betrugsvarianten abdeckbar. De facto wird Zoom aber an vielen Universitäten bereits eingesetzt zur Aufsicht und ich zeige einfach heute, wie das technisch erfolgreich gemeistert werden kann. Dieses Szenario ist so aufgebaut, dass mit einem Zoom-Meeting zwei Aufsichtspersonen insgesamt 25 Prüflinge beaufsichtigen können. Wenn ich mehr Prüflinge habe, brauche ich mehr Zoom-Meetings und mehr Aufsichtspersonal. Wir sind hier in diesem Zoom-Meeting bereits drin. Das ist ein Standard-Meeting und ich habe meine Prüflinge bereits wartend im Warteraum. Das heißt, der Warteraum ist aktiviert. Ich lasse die Prüflinge also erst rein, wenn alles vorbereitet ist. Die Vorbereitungen müssen jetzt erst noch laufen und hierzu schalte ich als allererstes in den Aufmerksamkeitsmodus. Der Aufmerksamkeitsmodus sorgt dafür, dass die Teilnehmerinnen und Teilnehmer zwar ein Video an die Co-Hosts und Hosts schicken, also an das Aufsichtspersonal, sich aber gegenseitig nicht sehen können. Das hat den Vorteil, dass man so ein bisschen mehr den Fokus auf die Einzelnen richtet. Zumindest gefühlt ist es für die Prüflinge jetzt nicht mehr so ein Gemeinschaftsding, wo man sich gegenseitig sieht, sondern eben nur noch das Aufsichtspersonal. Als zweites aktiviere ich die Breakout-Sessions. Und hier richte ich zwei Räume ein. Das heißt, ich erstelle zwei Breakout-Räume manuell zugewiesen. Und die benenne ich auch gleich sinnvoll um, nämlich einen Raum brauche ich für die Ausweis- oder Identitätskontrolle. Und den zweiten Raum, den nenne ich mal separé, ein bisschen neutraler. Das ist der Raum, wo ich dann Situationen kläre mit Studierenden, bei denen Verdachtsfälle aufgetreten sind. Ich starte diese Sessions auch, ohne dass ich jemanden zugewiesen habe. Die laufen einfach. Gut, und jetzt sind wir vorbereitet. Wir können die Prüflinge reinlassen. Ein Hinweis noch zu Beginn. Ich habe heute keine zweite Aufsichtsperson mit dabei. Ich zeige das also nur als eine Person, aber wir gehen davon aus, dass es eine zweite Person dabei. Die hat Co-Host-Rechte und damit auch die Möglichkeit, den Aufmerksamkeitsmodus oder die Breakout-Sessions zu steuern. Dann lassen wir die Teilnehmerinnen und Teilnehmer jetzt aus dem Warteraum rein und warten, bis alle da sind. Und dann können wir im Grunde mit der Prüfung beginnen. Wenn jetzt, also natürlich wird eine Ausweiskontrolle durchgeführt. Dazu wechselt eine der beiden Aufsichten in diesen Breakout-Room Aufsichtskontrolle und holt sich nacheinander die Prüflinge rein, um dann die Ausweiskontrolle ungestört durchführen zu können. Das zeige ich nicht, weil analog dazu passiert das Gleiche, wenn ein Verdachtsfall auftritt. Wenn also einer der beiden Aufsichten feststellt, da ist ein verdächtiges Verhalten, dann wechselt diese Person selbst in das Separé in dem Fall, also hier im Separé beitreten. Und dann holt man sich den Prüfling rein, der verdächtiges Verhalten gezeigt hat. So. Nun kann ich die Situation klären, ungestört mit diesem Prüfling sprechen. Und wenn die Situation geklärt ist, dann schicke ich den Prüfling wieder zurück. Das heißt, ich gehe in die Breakout-Rooms und verschiebe den wieder in den Hauptraum. Hier gibt es einen kleinen technischen Haken, weil das läuft nicht automatisch. Der Prüfling muss zustimmen, dass er zurück verschoben wird. Ich mache das mal schnell auf dem Gerät. So. Und jetzt ist er dann wieder im Hauptraum. Und jetzt kann ich natürlich anschließend auch wieder in den Hauptraum wechseln. Ich verlasse also die Breakout-Session. Und so läuft die Prüfung jetzt ganz normal weiter. Ein letzter Tipp. Die Aufsichten sollten sich untereinander verständigen können. Der Chat ist nur bedingt geeignet in Zoom, weil ich ja unter Umständen im Breakout-Room bin und der andere ist im Hauptraum. Deswegen empfehle ich, dass man einen parallelen Messenger-Dienst nutzt. Bei der TU München ist das beispielsweise Rocket Chat, das genutzt werden kann, dienstlich. Ansonsten tut es auch jeder Messenger-Dienst wie WhatsApp, Signal, Threema, wo die beiden einfach einen Kanal haben, um sich parallel noch austauschen zu können. Viel Erfolg mit dieser Prüfungsvariante.